Hey Freunde, was geht? Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns mal das erste Klassiko des Jahres an. Ist eigentlich nur ein Vorbereitungsspiel. Die sind ja beide gerade in Amerika-Tour. Aber nichtsdestotrotz, Klassiko ist immer geil zum Anschauen. Arda Güler ist leider nicht dabei. Er hat eine Meniskusverletzung, ist glaube ich auch schon abgereist aus Amerika. Und ja, aber es gibt nichtsdestotrotz einige neue Transfers, die sehr interessant sind. Wir schauen uns das Ganze mal an und ja, wie. Ist auch nicht schwer zu erkennen, ich bin ein absoluter Barcelona-Fan und natürlich hoffe ich, dass die Mannschaft wieder mal europatauglich ist, mal wieder Champions League gut angreifen kann. Ich bin gespannt, ja. Und dann schauen wir mal rein. AT&T Stadium in Arlington, Texas. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, aber es ist El Clasico. Richtig, es ist El Clasico. Und da geht es immer um jede Menge Prestige. Der FC Barcelona und Real Madrid treffen sich im Rahmen. Das ist ja auch dort so eine Tour, um halt auch die Mannschaft noch bekannter zu machen, als sie ja schon ist. Ja, vielleicht ein paar Fans noch dazu zu gewinnen. Ist halt so auch werbetechnisch natürlich interessant und wenn du das natürlich gewinnst, ja, ist es glaube ich vorteilhafter. Soccer Champions Tour 2023 zum ewig jungen Duell. Barça von rechts nach links in durch. Das ist zum Beispiel schade, weil ich habe tatsächlich so ein. 2, 3 Minuten gesehen und die ersten 3 Minuten, Barca hatte gefühlt nur den Ball, die haben mit denen so Rondo gespielt über das ganze Feld. Tak, 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 tak. Also da merkt man schon, dass auf jeden Fall von Xavi sehr, sehr viel so übergeschwappt ist oder abgefärbt ist. Richtig geil. Also Real kam erstmal gar nicht klar in den ersten paar Minuten. Eins mit einem furiosen Start. Vierte Spielminute und es kam. Das ist, glaube ich, auch ein neuer Transfer. Ich habe jetzt nicht alles verfolgt, aber der war schon. Also wäre der reingegangen, richtig geil. Leider ist die Quali auch bitter, bitter schlecht. Ich schaue nochmal nach. Ja, leider nur 1080p. Aber. Eins mit einem furiosen Start. Vierte Spielminute und Kabum zum ersten Mal Also Alumi. nicht mal Courtois hätte den gehalten. Oriol Romeo mit Ja, wie man Legende. einem super Versuch. Beifall von Xavi und der Ball von der Unterkante der Latte rausgesprungen. Courtois im Tor von Real im Glück. Dann aber die 15. Freistoßvariante und dann Ousmane Dembélé. Digga, wie krank war das gespielt, bitte? Wie krank war das gespielt? 1-0, Barça. Nochmal. Das war im Tor von Real. Was eine geile Variante. Im Glück. Dann Zack, aber die 15. Laufweg. Zack. Freistoßvariante und dann Ousmane Dembélé. Geisteskrank. 1-0, Barça. Geisteskrankes Tor. Geisteskrank. Die Führung für die Katalanen verdient. Barça mit einem sehr guten Beginn. Eine tolle Freistoßvariante. Ein Brutal gespielt. Freistoßtrick. Petri mit der Vorarbeit. Dembélé, ich hoffe, er bleibt ja. Was für Paris, Mann. Was willst du in Paris? Okay, du bist Franzose, hinher, tralala. Bleib bei Barca, ja. Geht's nicht alle dem Geld hinterher, Mann, Alter. Es reicht langsam, Alter. Ganz Arabien kauft die ganze Welt ein. Wahnsinn, Mann. Irgendwie. Es hatte früher irgendwo so ein. Ja, in Europa was reißen, ja. Die ganzen Amerikaner reisen kommen nach Europa oder auch der Asiaten kommen nach Europa und jetzt gehen die alle weg. Was ist denn los? Dort werden die keine Geschichte so schreiben können, meiner Meinung nach. Du musst in einem Club, auch wenn es das Geld vielleicht ist, ein Zehntel ist gefühlt, du musst einfach mal kommen und hier auch Geschichte schreiben können. Und dann Ousmane Dembélé lässt Thibaut Courtois Satter Abschluss, krass. eine Chance im Kasten der Madrilene. Und außerdem, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, Vinicius Junior ist viel, 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 viel sympathischer als ein Mbappé. Alles schön und gut hin und her, super Talent hin und her, aber ein Vini Junior, er ist einfach krass. Erstens das und zweitens, er ist einfach viel sympathischer. Real benötigte das Zeit, berappelt sich aber. 19. Spielminute und dann Elfmeter oder was? der unparteiische Alan Chapman zeigt's auf den Punkt. Handelfmeter für die Königlichen. Die Entscheidung korrekt. Ronald Araujo hier mit dem Unterarm War halt Elfmeter. auf strafbare Weise am Ball. Keine Ahnung, wie das ausgeht, aber ganz ehrlich, Mann, Vinicius Junior ist echt einfach. Ich weiß nicht, also es ist nicht, es sind jetzt keine Dimensionen zwischen ihm und Mbappé, finde ich.
Keine Ahnung, brauchst du nicht. Du brauchst auch keine 400 Millionen für den ausgeben. Halt Vinicius Junior, er ist eh beliebt. Er hat jetzt schon die Champions League gewonnen. Er hat das entscheidende Tor gemacht. Ich glaube, er ist auch für viele Fans einfach krass sympathisch. Behaltet ihn einfach fertig. Elfmeter also, Vinicius Junior gegen Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen, für mich der beste Torhüter. Weil er halt auch am Fuß sehr, sehr gute Bälle spielen kann. Der Brasilianer läuft an und rums ans Aluminium. 20. Minute. Real vergibt die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Vinicius Junior im Pech. Sprung in die 32. Rodri. Boah, Digga, was hat Ter Stegen da gemacht? Junior. Also erstmal ein überkrasser Freistoß. Brutal, aber auch krass rausgeholt. Pech. Sprung in die 32. Rodrigo prüft Marc-André Ter Stegen. Per Rodrigo ist auch sehr, sehr stark. Stoß, klasse getreten. Der Versuch vom Mann mit der Nummer 11, aber Marc-André Ter Stegen mit einer Superparade sehr gut den Ausgleich verhindert. 39. Minute, gestochere, dann Vinicius Junior, Latte. Ter Stegen, Foulspiel ja oder nein, wieder Pfosten und dann ist der Ball im Aus. Kein Foulspiel hatte Alan Chapman. Digga, Klassiko, es ist so heftig krass, ja, Klassiko ist so krass, ja. Vor allem, es sind jetzt viele junge Spieler auch da. Ein paar natürlich erfahrene Spieler, aber es sind viele Junge, die zerfetzen sich, Alter. Und auch das erste von Gündoğan einfach zu geil. Den Treffer hätte also gezählt. Alu Treffer Nummer 2 und 3 auf Seiten von Real Madrid. Einiges los in diesem El Clasico. Auch sehr gut gemacht, ne? Aus der Drehung, zack, gleich abschießen. Hier nochmal der Versuch von Vini Junior. Der Ball war nicht im Tor. Auf der Gegenseite, 40. Ferlo Mondi unfreiwillig zu Ousmane Dembélé. Und der etwas überhastet gegen Thibaut Courtois. Die Quali ist so scheiße, Mann, Alter. Das regt mich so auf. Boah, ich dachte, er hat Dembélé sich mit da was der gerissen, Alter. Möglichkeit zum Gut, war sehr Doppelpack gut gehalten. scheitert am belgischen Schlussmann. Pause in Arlington, Texas im AT&T. Trikots schauen echt mal wieder gut aus vom Barça, finde ich. Also einfach Classic, nicht so diese ganz kunterbunten Farben. Der Heimat der Dallas Cowboys in der NFL bei ca. 38 Grad Celsius. Heiß ging's auch auf dem Platz zugange. 61. Minute. Bruder, was haben die gemacht? Ja, 15 mal Aluminium. Und das kennen wir schon. Aluminium Real Madrid. Aurélien Tchouaméni Brutal. mit einem super Versuch aus der Distanz. Und Ter Stegen im Glück bei diesem Hammer des Franzosen. Der Ball Geil. prallt an den Rücken des deutschen Nationalkeepers. Und von dort aus. Diese Läufe, ne, von Vinicius Junior, die sind so geil, Mann. Der Typ, er ist einfach brutaler Fußballer. Ins Tor aus. Real gibt's aber weiterhin Gas. Der umtriebige Vinicius Junior, Ja. 83. knapp vorbei diesmal. Am Kasten des Ex-Gladbachers gegen den eingewechselten Sergiño Dest. Barça hat er kräftig gewechselt. Auch Reals mit einigen neuen Akteuren. Gündoğan bei Barça schon in Halbzeit 1 angeschlagen. Raus. Toni Kroos dann mit einem Fehlpass. Und jetzt aufgepasst. Bruder, was hat er gemacht? 2 zu 0. Was für ein Tor und es ist erzielt worden von Firmin Lopez Martin. Kurz zuvor eingewechselt. 20 Jahre jung, der Spanier. Du bist 20, was haben wir mit 20 Jahren gemacht? Ja, wir waren in Ausbildung, haben in Ausbildung gesteckt. Und er schießt einfach Tor gegen Real. Eigengewächs aus La Masia, der Barça-Talentschmiede. Was für eine Partie. Stark. Ohnehin schon eingewechselt gegen Real Madrid und dann auch noch mit einem Tor. Das finde ich halt krass von Real auch und auch von Barca. Da kommt halt wirklich noch von den Jugendmannschaften was nach. Irgendwie weiß ich nicht, warum es auch bei Bayern und so nicht so klappt und was auch immer. Ich check's nicht. Es gibt so unfassbar gute Fußballer. Ich weiß es nicht. Vertrauen die nicht oder ich weiß es nicht. Auch das ganze Thema jetzt mit bei Bayern mit Ibrahimovic und so. Der sollte ja eigentlich gar nicht nach Asien mitfliegen und jetzt ist er doch mitgegangen, weil sich irgendeiner verletzt hat. Ach, das ist so ganz komische Politik hier. Im neuen Dress der Profis unfassbar. Das ist so geil, Mann, Alter. Vini ist echt krass, Mann.
Barca Talentschmiede, was für eine Partie ohnehin schon. Eingewechselt gegen Real Madrid und dann auch noch mit einem Tor. Im neuen Dress der Profis. Unfassbare Geschichte für ihn. Und Real. Digga, schon wieder Latte. Wie oft haben die Latte geschossen? Oder Pfosten? Beinahe mit dem Anschlusstreffer. 87. Aber es ist die unendliche Geschichte an diesem Abend. Das Aluminium hat was dagegen. Alter, Dest hat Karriere beendet danach, glaube ich. An diesem Abend. Das Aluminium hat was dagegen. Vinicius Junior, ein super Solo. Total, und dann wieder an den Querbalken. Mann. Es war zum Verzweifeln aus Sicht der Königlichen. Nachspielzeit, 4 Minuten angezeigt. Super Pass von Firmin. Ferran Torres ebenfalls eingewechselt gegen Courtois. Oh, und dann die Pirouette und reingelegt zum 3:0, dem Schlusspunkt in dieser Partie. Ferran Torres. Bruder, der Typ ist 20, ja. Sorgt für und spielt einen Zuckerpass über Alaba und Ekstase beim Barca-Anhang. Oh. Firmin diesmal mit der Vorarbeit und Ferran Torres netzt ein zum 3. Heftig, Alter. Endlich geil, Mann. Geil. Genauso muss das sein. Barca hat der erste Klassiker dieses Jahr für sich entschieden. Es muss einfach so weitergehen, Alter. Aber brutales Potenzial auf jeden Fall. Gündogan habe ich jetzt nicht gesehen. Zweite Halbzeit war er, glaube ich, schon draußen und so. Aber heftig, Mann, Alter. Zu null. Ein tolles Spiel. Geil. Die sollen sich einfach fußballerisch auf dem höchsten Niveau einfach zerfetzen, Alter. Das ist das Beste. Am Ende des Tages, wie gesagt, Fußballliebe ist viel höher als jeder andere Verein bei mir. Deswegen scheißegal eigentlich. Aber Barca natürlich supporte ich sehr. In England ist es halt Liverpool. In Deutschland ist es halt 1860. So ist es halt nun mal. Was will man machen? Weil der ganze Rest einfach scheiße ist. Ein intensives Testspiel, aber im Prinzip. Total. Naja, Leute, danke fürs Einschalten. Es war ein richtig geiles Klassiko und Barca hat den ersten Sieg geholt und ich hoffe, die ziehen das durch das ganze Jahr. Auf jeden Fall kommentieren, liken, teilen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Danke.